So Leute, in eurer Bewerbung habt ihr uns geschrieben, dass ihr euch durch Zufälle trotz eurer komplett unterschiedlichen musikalischen Orientierung zusammengefunden habt. Erzählt mal, was für Zufälle waren das? Wie ist das zustande gekommen? Ich fange mal an, ja. Leute. Okay. Ich habe ganz lange Musik gemacht und dann in längerer Zeit nicht. Und das brannte mir natürlich in der Seele. Und dann saß ich im Park und habe Paul total verrückt, unglaublich gut Gitarre spielen gehört. Ganz kurz, wer ist Paul? Paul ist der Blonde. Okay, Paul. und hi, Paul. Es war wirklich so unglaublich. Also sowas hörst du halt nicht, diese kranken Techniken und so, was es da alles gibt. Und jedenfalls habe ich ihn irgendwann angesprochen und wir haben zusammen Musik gemacht. Und komischerweise ist Dome, also das ist komischerweise Dome, unser Bassist, ein guter Freund von Paul. Und Kiri hing auch immer bei ihm zu Hause rum. Und ich dann auch irgendwann mal. Und dann waren wir halt zu viert. Und dann war die Band quasi so halb passiert. Und dann kam Raff noch dazu und Bruno über Umwege durch Kiri, weil die sich aus der Schule kannten. Und ich, Sarah, die schon von früher noch, also es war, waren dann ganz viele Verstrickungen. Aber es hat geklappt am Ende. Ihr habt euch zusammengefunden. Ja. Ja. Außerdem haben wir rausgefunden, ihr heißt ja The Ladies Home Journal. Da denkt man sich natürlich, okay, was ist The Ladies Home Journal? Mussten wir natürlich direkt mal googeln. Und zwar haben wir rausgefunden, es ist eine bekannte amerikanische Frauenzeitschrift. Hat euer Bandname damit was zu tun oder war das jetzt Zufall? Tatsächlich war es ein Zufall. Wir waren in der Küche von Paul, seinen Eltern. Und weil da gab es immer ganz viel Essen. Immer wenn du zu denen kommst, darfst du essen. Und, oder die kochen. Und deswegen waren wir in der Küche. Und ich erzähle das auch schnell. Und da haben wir eigentlich geboxt. Wir haben, wollten uns Namen überlegt. Ich hatte einen super guten Namen, den sage ich jetzt nicht, sonst wird er mir weggeschnappt. Keiner wollte den und dann haben wir das gesehen. Ladies Home Journal, haben wir gesagt, das ist irgendwie cool. Also ich fand's cool. Raff, als Hausfrau war es nicht so frei übersetzt. Also es sah einfach so cool aus und das, dann haben wir uns, haben wir gesagt, das machen wir. Ja, coole Story. Ja. Ja. Nee, es hat ja dann tatsächlich was damit zu tun. Ja. So wie schon mal dazu. Wir haben noch ein bisschen tiefgreifender recherchiert. Wir hatten es schon vorher ein bisschen angekündigt. Wir haben den Recherchekeller der Hochschule mit weiter geöffnet und sind da auf einen Instagram-Account gestoßen. Und zwar auf den Instagram-Account eurer Katze, nämlich Good Boy Nano. Was übrigens der Grund war, weswegen wir euch eingeladen haben. Tatsächlich, also deswegen, also der Instagram-Account hat uns sehr, sehr gut gefallen. Man muss sagen, Medienmanager, wir lieben Katzenbilder und so. Also, ja, aber das ist ja auch eine wunderschöne Katze. Schaut alle ruhig mal rein. Hashtag GoodBoyNano. Super hübsche Katze. Ah, da kennt sie schon jemand. Sie. Coole Jacke übrigens. Wie seid ihr darauf gekommen? Warum Instagram? Und wessen Katze ist das? Ist das eure Bandkatze quasi? Also, der Dome, Paul und ich wohnen in der WG und Paul hat das Kätzchen mitgebracht, aber sie ist schon, also Nano ist schon lange Teil der Familie, weil, also. Ja, alle auch vorher bei Paul zu Hause gewohnt haben, bei seinen Eltern, also quasi so. Alles begann bei den Eltern von Paul. Ich merke schon. Max, wir haben jetzt noch mal eine Frage an dich und zwar hast du uns geschrieben, dass du dich Max the Brain nennst. Das können wir natürlich so nicht auf uns sitzen lassen. Ist das eigentlich so? Ganz ehrlich, ich glaube, also ich habe das mit dir geschrieben, Kiri. Und ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie als The Brain bezeichnet. Aber ich fand, das klang einfach super, so zu schreiben. Ja, das also ist wahrscheinlich das, was du in mich hineininterpretierst. Nichtsdestotrotz. Also ich sag mal, ich habe es abgesegnet, ja. Also. Ja, das war dein Fehler, weil das testen wir jetzt. Okay. So, wir haben uns da die ein oder andere ganz seriöse IQ-Testfrage rausgesucht. Die du uns beantworten darfst, um mal zu testen, ob das Ganze stimmt. Logisches Denken, da bin ich ganz schlecht. Es wird voll logisch. Alles, was so empathisch ist und zwischenmenschlich, aber... Ja, egal. Wir probieren es, wir probieren es. Ich stelle mich der Herausforderung. So, erste Frage. Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas? Komm, das hatten wir erst neulich. Nicht komm, helfen, das hatten nicht wir erst helfen. Ganz. Wir haben trainiert, ja, du weißt trainiert es, du weißt sowas. Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas? Na, gar keins, weil es leer ist. Stimmt's? Ja, okay, gut. Max touché, gut. Touché. Aber Max, das war noch nicht alles. Okay. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar, was fragt ein arbeitsloser Schlagzeuger einen, der Arbeit hat? Kiri, du musst es mal. Darf ich mitspielen? Keine Ahnung. Einmal Currywurst Pommes. Ganz einfach. Ich verstehe die Frage gar nicht. Wir haben noch eine. Ich fand den jetzt nicht so gut, aber okay. Der braucht ein bisschen, der braucht ein bisschen. Vielleicht. Einen habe ich noch, es wird nur noch besser. Einige Monate haben 31, andere haben 30.
Wie viele Monate haben 28 Tage? Ein Monat? Mm-mm, die haben alle 28.